Wer sein Android-Handy nutzen möchte, um seine E-Mails abzurufen, der kann zu den Apps der Provider greifen, wie zum Beispiel GMX oder web.de, die bringen aber einige Nachteile mit sich. Eleganter finde ich die Möglichkeit, einfach die vorinstallierte Gmail-App zu nutzen, um auch GMX, Web oder was ihr halt so habt an Mail-Anbietern abzurufen. Die Gmail-App kann nämlich nicht nur Google-Mails abrufen, sondern die kann auch jegliches anderes Konto, das IMAP unterstützt, abrufen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Bevor wir jetzt aber am Handy loslegen, habe ich eine kleine Aufgabenliste für euch. Geht mal auf die Seite eures Providers und schaut mal nach den IMAP und SMTP-Servern. Wichtig sind dabei auch die Informationen IMAP und SMTP-Port und die entsprechende Verschlüsselung. Wie erfinde ich die raus? Naja, Google halt, ne, wie immer. Einfach auf den Browser gehen und einfach nach IMAP, zum Beispiel web.de, googeln. Und dann findet man schon die Serverdaten. Also das ist genau das, was ich ja vorhin vorgelesen habe. IMAP-Server, SMTP-Server, Port und Verschlüsselung. Wenn ihr das also alles zusammen habt, gehen wir zurück in die Gmail-App. Normal ist die vorinstalliert, deshalb finde ich das elegant, braucht man keine extra App installieren. Ich gehe an der Seite aufs Menü, gehe hier auf Einstellungen und kann hier jetzt ein Konto hinzufügen. Jetzt braucht ihr euch nicht wundern, da ist jetzt nicht Web oder GMX dabei, wir klicken einfach auf andere da unten. Zu Demonstrationszwecken nehme ich jetzt meine Mail, die ich von Hetzner habe, also von meinem Webseitenprovider. Google kann einfach den dahinterliegenden IMAP-Server gar nicht kennen, weil der sich nicht aus der E-Mail erschließen lässt. Bei web.de oder GMX sieht es anders aus. Hier solltet ihr in der Regel IMAP wählen, wenn ihr was anderes wählt oder braucht, dann wisst ihr das schon. Jetzt wird er noch das Passwort haben, das geben wir auch ein. Und jetzt trägt er hier einfach den Server usefulvid.com ein. Das macht er deshalb, weil hier hinten halt hinter dem Ad findet er das usefulvid.com. Das wird aber nicht funktionieren. Ich habe deshalb schon mal die Seite von Hetzner offen und hier steht dann mein echter Server, den ich brauche. Ich lösche den also hier einmal raus und erweitere den hier mit dem richtigen Server. Wir gehen mal auf Next. Das gleiche nochmal mit dem SMTP-Server. Das hat jetzt nichts mit dem Server zu tun, das könnt ihr nach eurem Belieben einstellen. Ich bin jetzt gar nicht gefragt worden nach diesen Daten, die hat er sich jetzt versucht erstmal selber zu ziehen. Das sind Standardports, also da kann er schon im Grunde selber drauf kommen. Habt ihr jetzt ein Problem damit oder er fragt euch danach oder er fragt nach dem manuellen Setup, dann könnt ihr das auch manuell eingeben. Die Werte stehen jetzt hier nochmal drin. Mit Incoming und Outcoming ist einfach IMAP und das andere ist SMTP. Also ausgehende Mails sind SMTP, eingehende Mails sind IMAP. Wir sehen jetzt hier auch, dass er sich den SSL-Port 993 geschnappt hat. Ist nicht ganz so optimal, deshalb gehe ich hier auf Start TLS und er switcht dann auch schon den Port automatisch um. Bestätige ich nochmal. Auf die ausgehenden Mails kontrollieren wir auch nochmal. Da ist er auch nicht so ganz auf den richtigen gegangen oder nicht den, den man nehmen sollte. So, auch das ändere ich. 587 passt auch. Okay, so, das war's. Jetzt kann ich hier mit dieser Mail eben Mails verschicken und Mails empfangen. Im Abspann habe ich jetzt noch weitere interessante Videos für euch. Und zwar geht es da um das Einrichten von Kalendersynchronisation und Kontaktsynchronisation auf eurem Android-Smartphone.